Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Eine Lilie für Joko und wir müssen auch noch eine Sonnenblume für Valentina und nicht für das andere Mädchen, der wir das geschenkt haben. So, wo ist unser Girlie hingelaufen? Sagt man Girlie? Habe ich schon Hallo gesagt? Ich habe keine Ahnung, durch diesen Explosionsding. Ich habe unsere Frau verloren. Naja, was soll's, verloren, lost. Es wäre schön, wenn die sich eigentlich hier auf unseren Hof aufhält und irgendwie mithilft. Weiß ich nicht, würde ich irgendwie schön finden. So, wir haben ein bisschen Blaubeeren. Wir haben ein bisschen Kohl. Wir haben ein bisschen, ich weiß noch nicht mal, was das ist. Okraschoten. Und das war's. Haben wir mal jetzt ein Hai? Oh, wir haben ein Weiß. Oh, guck mal hier. Wir haben einen weißen Hai bekommen. Schön. Das ist genau das, was wir wollen. Einen weißen Hai. So. Vielleicht wissen wir, wie viel der wert ist. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal einen verkauft? Ich weiß es nicht mehr. Okay, Bier wird hergestellt. Kaffee läuft irgendwie immer noch hoch, aber ich... Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, was haben wir denn hier? Ich weiß... Kann man... Ich muss gucken. Ich habe keine Ahnung, ob man daraus irgendetwas machen kann, aber aus den Beeren auf jeden Fall. Den können sie uns nicht aufbinden, aber die Okraschoten, ich habe keine Ahnung, ob die eingelegte Okraschoten klingt so, als ob man das essen kann. Ich würde es nicht tun, aber es klingt halt so. So, ansonsten dieser blöde Saft hier, ne, der muss echt, boah, der nervt mich so sehr, dieser Saft hier. Der nervt mich so dolle hier, das ist unfassbar. Kann ich eine Truhe herstellen? Nein, mir fehlt ein. Nie wieder mehr Zuckerrohrsaft machen. Trinkt ja auch keiner. Wer trinkt denn Saft aus Zuckerrohr? Das klingt nicht lecker. So. Halt. Nee, Hai ist noch Fragezeichen. Nee, ich bin mal gespannt, ob sich das lohnt. Ob sich eine Zucht lohnt oder nicht. Okay. Ja, ansonsten werden wir heute... Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und ja, es... Wow, bist du mitten in mein... Alter, du bist mitten in mein... Alter, Finne, ey. Ja, nein, lande doch gleich im Haus. Die Idee wäre ja auch noch im Haus zu landen, oder? Das wäre doch auch noch was. Oder lande auf meiner Frau, oder keine Ahnung. Echt, ey, das ist ja schon frech. Wir müssen noch dekorieren. Ich bin aber gar nicht so motiviert zu dekorieren. So, das sind jetzt Lilien, ne? Ich hab... Ja. Okay, das ist das, was der... Was der Klops will hier. Der Type. Ich kriege immer nur einen raus. Das ist so wenig. So. Okay. So, da wollte ich auch irgendetwas machen. Mit Bäumen. Hier haben wir jede Menge Tierkram. Eins, zwei, drei, vier. So, alle glücklich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, der Hühner, da haben wir am meisten von. Von den Eiern hier. Ja, guck mal hier, da viel zu viele Eier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben gar nicht genügend Mayonnaise-Maschinen dafür, dass wir hier die ganzen Eier verklopsen können. Dann verkaufen wir sie so. Oh Gott, wir brauchen nur wirklich kein Geld. Wir haben 1 Million. Wird Zeit, dass wir wirklich mal wieder ein bisschen in die Deko rutschen. Ich weiß, da habt ihr Bock drauf. Ich... Ah, ich
Ich weiß es nicht, weil ich bin gerade, ich bin, weiß ich nicht, noch ideenlos. Was ich auf jeden Fall machen würde, sind Sprinkler. Dafür brauche ich aber, oder soll ich springen? Wie viel bringt denn so ein Sprinkler? Der gute Sprinkler. Nee, drei brauchen wir. Goldsee. Stimmt, wir brauchen goldenen Seetang. Stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Das können wir wegnehmen. Das. So, mehr habe ich leider nicht. Mehr geht nicht. Wolle haben wir auch nicht viel. Zack. So. Ich weiß nicht, warum hier nichts fertig ist, aber ich bin der Meinung, dann habe ich das wohl mal irgendwann weggenommen. Muss ja, sonst wäre es ja da. So, das hier wollten wir eigentlich auch nochmal machen. Ich habe noch so viel Kompostdinger hier und das brauchen wir halt auch einfach alles nicht. Dieser eine Schrott, ich. Ja, Müll. Ich finde es eigentlich gut, dass wir wieder Schrott bekommen haben, weil halt wirklich hilfreich. Weil halt wirklich irgendwie hilfreich. Okay, wir brauchen definitiv goldenen Seetang. Das sollten wir erstmal holen. Ach ja, was ich nochmal ausprobieren möchte. Das möchte ich nochmal ausprobieren. Es gab zwei Anregungen. Man kann reinscrollen und dadurch sieht man das besser, wo das ist. Das ist viel angenehmer. Das ist viel angenehmer. Das ist wesentlich, das ist eigentlich viel geiler. Ich habe noch kein Mal. Doch, habe ich schon gespendet. Ich wollte schon sagen, ich müsste eigentlich alles schon gespendet haben. Weil ich mir nicht sicher bin. Okay, da kann man. Ah, cool. Okay, geil. Das ist echt hilfreich. So, und wir sollten unser Werkzeug verbessern, dann kriegen wir mehr Geoden. Da bin ich tatsächlich noch nicht motiviert für. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie Geoden oder. Ja, wir versuchen es mal. Aber ich möchte heute eigentlich hier mal gucken. Beziehungsweise Seetang jetzt erstmal sammeln. Beziehungsweise. Jetzt geht es richtig los mit beziehungsweise. Wo ist meine Frau? Fuselt bestimmt wieder irgendwo in ihrem Schuppen rum. Okay, sie ist am Strand und chillt. Okay, toll. Wer will? Joko. Joko ist. Wer? Der da. Ach, das ist der Schreiner. Das ist der. Okay, wir gehen zum Schreiner. Denn der will eine Lilie haben. Hey. Bitte. Danke. Kein Ding. Hoffentlich regnet es bald. Wow, du bist so ein richtiger Sommerhasser, wa? Sommerhasser. Okay. Wir müssen noch zu unserer wundervollen Frau. Aber am Strand. Also gehen wir auch am Strand. Wir gehen dahin, wo unsere Frau ist. Wir haben kein eigenes Leben. Frau, ich habe einen Smoothie. Wie sieht sie denn aus? Frau? Frau? Okay, ist Frau abgedüst? Boah, Mensch, Frau. Die wusste, dass wir zum Strand gehen, deswegen ist sie abgehauen. Die mag uns nicht. Ich möchte dir doch nur einen Smoothie geben.
Frau? Bin ich jetzt doof oder was? Wo ist sie? Mensch, die läuft wirklich weg vor uns, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass sie uns wirklich irgendwie... Aber von mir gibt es ja... Ach, hier liegst du! Alter, hier. Was für ein herrlicher Tag. Hey, warum gehen wir nicht hinaus und unternehmen was zusammen? Vielleicht ein Picknick? Das kann, soll übrigens auch mit einem Update kommen. Dass man, auf ein Date gehen kann. Dass man halt hingehen kann und sagen, hey, lass uns doch heute irgendetwas unternehmen. Und dann man, unternimmt man was. Finde ich eigentlich cool. So richtig Sims-mäßig. Ist irgendwie cool. Wir haben wieder hier so eine. Eine Schäckschikanele. So, wir brauchen ein bisschen güldenen Seetang. Wisst ihr, was für ein Wort ich furchtbar finde? Gülden. Das klingt furchtbar. Bin ich kein Fan von. Gülden? Das heißt golden. Warum soll ich es gülden nennen? Das heißt golden. Was ist denn das für ein Vieh? Gar nicht, ob wir tatsächlich so viel goldenen Seetang brauchen, aber wir haben ja jetzt schon wie viel? 43. Das wären 4 Sprinkler. Es langt, oder? Wisst ihr was, ich mache das anders. Hier, Anker bewegen. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Wir haben ja so wenig davon. Also, wir haben die Option auf Bäume, die man wässern muss oder Bäume, die wir nicht wässern müssen. Und immer bestehen bleiben. Mich interessiert jetzt aber, wenn ich jetzt so einen Sprinkel baue, deckt der hier jetzt hier in die Mitte setzt, wäre eigentlich am idealsten, ne? Die Ränder lassen wir frei. Ach, weißt du was, das machen wir. So. Wo ist mein Schaufelding? Okay, wie? Da. Natürlich ist das unten... Ach, Mann, ey, alles... Alles hasst mich. Warum ist das denn ungerade schief? Das ist Kacke. Kann ich die Bäume nebeneinander setzen? 2, 2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer macht denn 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich logisch, dass das 9 ist. 9 ist natürlich eine richtig Kackzahl für Bäume. 9 ist eine richtige Scheißzahl für Bäume. Okay. Dann machen wir das anders. Eins, zwei. So. Dann machen wir es irgendwie so. Der Rest wird dann mit Liebe und Lust aufgefüllt und dann... Es langt ja auch tatsächlich an Baumplatz. Guck mal, dann können wir hier Bäume anpflanzen. Ich werde jetzt Bäume holen für den Sommer. Ist das? Es ist zwar nicht voll im Gleichgewicht und es ist nicht, aber... Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist 9, das ist halt scheiße. Die hätten 10 machen sollen. 10 wäre schöner gewesen. Auf den einen Wops rundherum hätte es auch nicht mehr angekommen. Von mir aus auch 8.
9 ist scheiße. 9, ungerade Zahl. Okay. Wir gucken, was wir an Sommerbäume kriegen. Ja, ich gehe dafür zum Computer. Ja, ich habe mich daran erinnert, dass wir einen Computer haben. Okay. Auch nicht selbstverständlich bei mir. Kann man ruhig anerkennen. Frühling, Sommer, Frühling, Sommer, Frühling, Sommer, Sommer, Herbst. Okay, wir haben jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 müssten wir jetzt haben. 8 und wir haben 3. Ja, das haut ja auch schon wieder. Oh, ich hasse alles. Alles wird hier. Waren das jetzt, ne? Ja, dann machen wir noch eine Jackfruit. So. Wir füllen jetzt noch nicht alles auf, weil wir dann ja noch die Herbstbäume nehmen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich damit hoffnungslos unzufrieden sein werde. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich das sehe, werde ich gleich hoffnungslos unzufrieden sein. Weil mir halt einfach dieser 9er-Sprengler, der stört mich. So, wir brauchen auch noch jede Menge Rasen. Sollen wir doch den Rasen kaufen? Oder soll ich mal hier, weißt du was, wir machen das hier mal weg. Wir machen mal den Scheiß hier weg. Den brauchen wir eh nicht mehr. Der stört mich schon seit 1876. Stört mich nicht so sehr wie Kisten. Ja, weg brauchen wir eh nicht. Brauchen wir eh nicht. Also, alles gut. Guckt am besten nicht hin. Wenn ihr das seht, guckt am besten hin. Des Weiteren, ja, hier würde ich... Hier kann man ja nichts weiter hinstellen. Gut, ich weiß nicht, ob ich hier Deko hinstellen kann, tatsächlich. Kann ich? Okay, Wege kann ich hinstellen. Hier auch, ne? Ja. Ja, okay. Was ist denn für uns tatsächlich wichtig? Was brauchen wir denn hier überhaupt? Wo die Maschinen, dass sie draußen... Ich hätte hier... Weiß ich nicht. Gerne... Weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Irgendwas... Weiß ich nicht. Wir werden morgen, denke ich mal, Gras kaufen. Leider, weil das Problem ist, ich weiß nicht, welcher Baum hier was ist. Also weiß ich nicht, welche. Also das sind, glaube ich, sind das auch Fruchtbäume? Ich weiß das nicht. Nee, das ist eine Mahagoni. Okay, gut, dann weiß ich schon mal Bescheid, dass du weg kannst. Wir müssen uns hier auch irgendetwas überlegen. Was bist du? Ahorn, okay, kann auch weg. Du bist auch eine Mahagoni, oder? Ja. Schön, dass die Samen verlieren. Hilft. Hilft tatsächlich. So, das brauche ich gar nicht fragen. Du bist ein Baum. Du bist ein Obstbaum. So, diese Pappel kann weg. Mal ehrlich, der Lachs hier kann auch weg. So, soll ich die Pappeln auch schon mal gleich wegmachen? Ich hole mir mal ein paar Pappelsamen dazu. Also, sind wir mal ehrlich, ich bräuchte jetzt nicht. Ich glaube, dass da oben waren Frühlingsfruchtbaum, oder? Sieht zwar hier alles tot und leer aus. Ich denke, das ist ein Frühlingsfruchtbaum.
Man hätte ja wenigstens Holz rauskriegen können. Die Reihe würde ich tatsächlich erstmal noch bestehen lassen. Oder wir setzen diese Reihe tatsächlich hier drüben hin. Da ist ein bisschen... Weißt du, dass wir... die Reihe halt hier drüben hinsetzen. Dass wir hier so einen kleinen Abstecher machen für Bäume. Wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Und morgen werden wir mal... Ja, Deko kaufen wir. Um 23.20 Uhr schläft... Was ist dann eigentlich das nächste Festival? Morgen, ne? Nein, übermorgen. Tierfest ist übermorgen. Denke, Joko mag uns. 30.000 gemacht. Das ist ja nichts, ne? Ach ja. Das Übliche halt, ne? Der weiße Hai bringt 2.112. Alter Finne. Das ist... Alter Finne. 2.112. Okay, cool. Wir werden den weißen Hai züchten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, ja, wir sehen uns morgen wieder. Und ja, ich denke, wir werden uns, glaube ich, um Deko ein bisschen... Ich glaube, wir werden ein bisschen Deko machen. Wir haben gerade sowieso nichts zu tun, wir machen ein bisschen Deko. Also sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.